didn't think you would get this far. I must say I'm impressed. No, speak. Where's the girl? You won't tell me. Ah, no matter. Either you hid her or let her run. It won't take me long to find her. Why are you here? I must report. I saw the girl. Running to the forest. North. Outside the mansion. I can show you. You see, I have many pairs of eyes watching. She can't have run far. My raven will catch her. Ah, would love to chat more, but you're not going anywhere. Now, if you'll excuse me, my other guests, a very nice family, are waiting. But don't worry, you're next. So ein Arsch. Okay, ja, wir sitzen fest. Ich sollte etwas anderes versuchen. Okay. Es hat keinen Zweck. Ich muss sie irgendwie durchschneiden. Ja, mit... Ein Durch kommen wir ja nicht ran. Ach so. Bring mir den Dolch, bring mir den Dolch. What happened? Is he going to come back? Becky, listen to me. I'm trapped and I can't move. You need to be a brave girl and get through to Mr. Hamilton. He will keep you safe. Can you do this for me? No, I won't leave you. You helped me. I'm a big girl. I can handle this. Just tell me what to do. Becky, see if you can reach that sword on the wall. Okay. Try to move that chest over to the wall. I think you could climb it and reach the sword. Okay. It's too heavy. I can't move it. Okay. It's okay, sweetheart. We'll think of something else. Okay. Das können wir. See if you can open the chest. Maybe we could lighten it by removing its contents. It's closed, but I see a keyhole on the front. Na super. Okay. Whitmarsh must keep the key close at hand. Try to look for it among the stuff on the cupboard. Yay! Oh my god. Great. Yeah. I'm proud of you, sweetheart. Now use the key on the chest and empty it. Zwei Bücher, vier Bücher, sechs Bücher. Sie konnte jetzt wegen den sechs Büchern die nicht verschieben. We're almost there, sweetheart. The chest shouldn't be that heavy anymore. Try to push it now. I did it. I'm strong. Ja, natürlich. Die Becky, stand on the chest. Very, very carefully reach for the sword, grab it, and bring it to me. Meine Nase juckt. I've got it. Super, ganz toll. I told you I can do it. Ja, schneid durch. Yay, Freiheit. So. Komme ich jetzt hier wieder... Okay. Please hurry. We need to save my parents. Don't worry. Ja. I promise. I will find them. Wir haben sie first, I need to take you somewhere safe. But there's no time. I think I can help you with that. I misled Whitmarsh in the forest. He sent the raven out ranging and went to the tree himself. I'll take the little one to your friend in the logging camp. We'll wait for you there. No, I want to see my parents. Becky, be a good girl and wait for me there. I will return with your parents. You promise? I promise. Now go. And be careful. Na ja. Wir haben ja schon die ganze Zeit Sachen versprochen, uns gehalten. Wir haben sie ja immer gerettet. Okay. So. Zeitung, 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 Zeitung. Eine Zeitung. Eine Zuckerdose. Das ist doch eine Zuckerdose. Oder auch nicht. Ein Korkenzieher. Korkenzieher, Korkenzieher. Hier ist ein Griff. Das ist ein Fahrrad. Eine Knarre. Was können wir hier noch rausnehmen? Können wir hier überhaupt noch was rausnehmen? Teleskop. Ein Teleskop. Teleskop. So, wo ist jetzt hier bitte eine Zeitung? Und ein Korkenzieher. Hier ist ein Fahrrad. Eine Lupe, ein Glas, ein W. Hier ist der Korkenzieher. So, wo ist jetzt die Zeitung? Das kann doch nicht sein. Eine Zeitung, das kann man doch nicht übersehen. Und warum können wir hier noch ran? Das irritiert mich. Können wir irgendwas hier noch mit irgendwas interagieren? Außer mit der Schublade. Ach ja, okay. Fächer. So, ja, die Zeitung. Leute, die Zeitung. Wo ist die Bild? Oder das Hamburger Abendblatt oder keine Ahnung. Was für eine Zeitung. Oder die Gala oder die Bravo. So. Zeitung. Ich sehe sie nicht. Echt nicht, Leute. Zeitung. Wo ist hier eine Zeitung? Ich sehe hier keine Zeitung. Hier sind nur Briefe. Da kann ich nicht ran. Da ist die Zeitung. So, musste ich ja echt schon ein bisschen vorgehen. So, wir haben jetzt einen Korkenzieher. Bei der Tür kommen wir noch nicht weiter. Mit dem Korkenzieher können wir vielleicht hier aufmachen und haben eine Schüssel. Sehr schön. Dann können wir jetzt die Tür aufschließen. Na los, aufschießen, aufmachen. So. Was ist das? Ah ja, da ist das drin. Okay, was ist das hier? Polizeibehörde des Staates Vermont. Diebstahl der Tatwaffe in Baker Creek vor. Sollte er sie haben, muss ich ihn finden. Okay, es geht also... Interessante Beobachtung, das Baumharz kristallisiert sofort nach Ablösen vom Baum. Das Material ist enorm hart. Dekristallisierung nur durch Applikation einer Säure mit hoher Dichte möglich. Theoretisch könnte es als tragbare Energiequelle genutzt werden. Okay. Müssen wir jetzt eine Säure mischen? Da ist sie. Okay, Lebensübertragung. Hier muss eine Lampe rein. Kannst du das nicht aufschneiden? Perfekt. Wir haben hier noch eine Zange. Haben wir sonst noch irgendwas? Seltsame Zutaten und eine Laborausrüstung. Hat ja, hier hat bestimmt jemand Experimente durchgeführt. Okay. Ja. Da müssen wir noch... Ein Sterblicher hat... Ich war dieser Polizist. Es handelt von mir. Prediger, du kannst dich nicht mehr verstecken. Hat ihn überlistet. Okay. Zahllose Leichen wurden im Rahmen von Ermittlungen zum Verschwinden eines Mädchens zufällig von einem Polizisten freigelegt. Die Behörden haben ein Foto und eine Fahndungsausschreibung zum Prediger der Stadt veröffentlicht. Der Mann gilt als bewaffnet und extrem gefährlich. Okay, das ist jetzt wie gesagt vom ersten Teil. Das wissen wir so nicht. Okay. Aber da fehlen uns noch Teile. Aber wir können jetzt erstmal die Säure darüber schütten. Achso, ja, das sollte ich natürlich nicht mit bloßen Fingern da rausholen. Das ist natürlich logisch. So, dann haben wir beide Stücke. Können jetzt einmal hier hingehen und die Stücke einfügen. Ach Quatsch, das ist ein... Ah, nee. Das eine ist ein Relief, okay. Okay, alles klar. Ich guck nochmal. Hier... Eine UV-Lampe beleuchtet... Achso, ist da irgendwas versteckt? Okay. Die ist aber kaputt. Warum können wir die jetzt nicht austauschen? Können wir nicht. Okay. Dann gehen wir nochmal zu dem guten Typen da. Also ich weiß nicht, ich habe so einen Verdacht, dass das dieser Priester ist. Ich weiß ja nicht, ob sie den gefangen hat. Pfarrer, Priester, was auch immer. So, dann hören wir uns mal die Geschichte weiter an. The great hunt has begun. The one who had the weapon had the advantage over others. Immediately became the first aggressor. However, bearing the artifact of desire, he would also become the most hunted prey. Also, ich bin sowieso der Meinung, wenn es solche Waffen gibt, dann einfach... Is there anything you'd like to ask me? Möchte ich nicht. Dann sowieso zerstören. Zerstören, zerstören. Wir haben gar nichts im Inventar. Kommt auch selten vor, aber wir haben wirklich gar nichts im Inventar. Anwesen. So. Hier kommt noch das eine Teil rein. Hier haben wir die Feder. Da können wir nichts machen. Was können wir hier machen? Da habe ich noch nicht geguckt. Oh nein. Ein Save. Da haben wir noch einen Teil. Okay. Alles klar. Dann gehen wir zurück. Gehen dahin und tun das Teil rein. So. Der Rabe erweist Meister Asmodai seine Ehrerbietung, lebende Opfer sollen endlos sein, Meister. Okay, alles klar. Okay, und das ist der Baum. Ja. Also, der Baum muss weg. Der Baum muss weg, egal was ist. Die Küste ist der Schlüssel in den Titan. So, okay, alles klar. Jetzt kommt das, was ich befürchtet habe. Und da brauche ich Beweise. According to this sketch, underneath the tree there's some kind of ritual chamber. Wait. That place where I saw Becky's parents. The roots were growing wild. And there's a door at the bottom of the giant redwood. Das ist mit Sicherheit kein Zufall. According to the sketch, there should be a passage that leads down to the chamber. This just might be the place we're searching for. So the obvious conclusion is to find a way to open the gate. Unter den Baum gelangen. Das als Tatmotiv. Okay. Die beiden Sachen können wir immer noch nicht. Warum auch immer. Warum geht das nicht? Warum leuchtet das immer noch? Achso, ja. So it is all about demonic rituals. I've seen something like this before. 2 years ago in Maple Creek. Demonic rituals. According to the story I've been telling you, this shouldn't come as a surprise. It doesn't, but the way it works does. Makes my flesh crawl. The roots are used to suck the life from the victims. It feeds the heart of the demon's imposter, who originates from the tree. The roots, to be precise. The depleted corpses are left in the dark underground to rot. The whole area is warped and corrupted by evil. Twisted roots cover the land, obeying the will of their master. Like heartbroken, helpless witnesses, their once pure owners, the trees, are now dying, joining the victims in oblivion. Das können wir natürlich nicht zulassen. I have to end this by any means necessary. I will help you, detective, as soon as I am set free. You have my word. Ritualmorde unter allen Umständen aufhalten. Ja. Moment. Wir gehen nochmal. Reden mit ihm. Nicht, dass wir da gleich wieder was haben. Wenn er dann kommt. Ach, ich habe noch zufällig ein Teil für dich. Hallo. All in the name of a demon. Whitmarsh has killed so many people. The more victims Whitmarsh sacrifices, the more powerful he becomes, together with his master. According to what you deduced from the evidence, the heart in the demon's imposter is the key that activates his terrible machine of death. As it collects the lives of its victims, it is bound to Whitmarsh himself. Okay. Also, er hat nichts mehr zu erzählen. Wir haben trotzdem aber nichts im Inventar. Ich gehe jetzt einfach nochmal hier zum Anwesen. Und drücke dann nochmal auf Tipp. Viele werden jetzt sagen, boah, du drückst voll oft auf Tipp. Ja, gut. Ist okay. Ach so, ja, ja, ja. Ich. Okay. Irgendwo habe ich was übersehen. Okay, sehr schön. Na, werden wir von dem guten Alten nur wieder unterbrochen? Nö. Sehr schön. So, dann müssen wir jetzt bestimmt puzzeln. Wie ich es mir gedacht habe. Boah. Wir werden jetzt erstmal gucken. Da unten muss der Baum hin. Wo ist der Stamm? Hä? Moment. So. So wird da ein Schuh draus. So. Kann nicht passen. Das kann auch nicht passen. Also man merkt, umso später es wird, umso schwieriger wird es auch. Muss ich ja mal sagen. Aber man will dann jetzt auch unbedingt wissen, wie es weitergeht, zu Ende geht, wie auch immer. So. Du kommst ganz nach oben hin, das weiß ich jetzt schon. Nee, das ist falsch. Nicht. Hä, wie kriege ich denn jetzt das? Irgendwas Spitzes hier. Okay, das müsste eigentlich hier so ran. Und dann... Das kommt dahin. So, okay, hier ist... der Flügel. Da kommt das hin. So, hier kommt das hin. Da kommt das hin. So. Und so. Und so. Und ja. Hä? So. Und so. Ja. Ist alles nicht mehr so einfach. Ist schon recht spät. So. 47306.